Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War Season 2. In einem Tag ist unser Labor fertig. Ja, ich will jetzt nicht in die Werkstatt gehen. Wollt ihr hier hin? Dankeschön. Und das gehen wir gleich mal weiter. Da können wir gleich mal gucken, inwiefern... Um einen Tag hat sich unsere Autopsie verkürzt. Ich habe kurz vor der Aufnahme nochmal geguckt. Da waren es 9 Tage. Oh. Ein Tag verkürzt, ist doch immerhin schon mal was. Sind gleich unsere Satelliten fertig, sehr schön. Die schicken wir erst kurz vor Monatsende hoch. Denn ich lerne ja auch ein bisschen aus meinen Fehlern. Und das große UFO lassen wir mal am besten ziehen. Und wir haben eine Entführung am Start. Sehr schön. Schwer auf 400 in Bremen. Okay. Rücken wir aus. Keine Frage. Diesen jungen Burschen haben wir uns ja bei unserem Waffendeal verdient. Okay, ein schwerer Einsatz. Okay. Ich hoffe, der zieht sich nicht allzu lang. Sollten wir noch ein Rocketeer mitnehmen und ein Medic. Okay. Oder einfach mal komplett voll mit Gunnern und Infanteristen. Wäre vielleicht auch interessant, aber da haben wir nicht ausreichend Waffen für. Rüsten wir mal unsere Soldaten aus. Die Flashbang tauschst du bitte gegen ein weiteres Medikit. Du nimmst dir deine Rüstung und eine Laserwaffe. Rüstung und Autolaser. Medkit kannst du gerne behalten. Nein, customizen will ich dich nicht. Ich kann dich ja nicht einmal customizen. Laser Riffle, eine Blendgranate und eine HE-Granate. Willst du nicht irgendetwas tauschen gegen einen Battlescanner oder so? Oder wer von euch nimmt den Battlescanner mit? Ich glaube, ich habe keinen verfügbaren Scout. Oder wollen wir es ohne Battlescanner probieren? Du könntest vielleicht einen Battlescanner mitnehmen, ne? Gut, zumindest einen sollten wir schon mitnehmen. Denn einer ist besser als keiner. Das ist schon mal klar. Sollen jetzt nochmal alles überfliegen, ob wir jedem die richtigen Waffen in die Hand gedrückt haben. Nicht, dass da wieder einer mit einer Wasserpistole rumrennt. Das muss ja auch nicht sein. Und dann schauen wir uns mal an, was uns in Bremen erwartet. Dann greifen wir auch schon mal an. Unsere Target-Site ist nahe der deutschen Grenze. Die Aliens continuen zu target civilians für Abduction in several major cities across the globe. We have to get down there and deploy as soon as possible. Okay. Dann beginnen wir hier einfach mal. Die Sequenz brechen wir auch mal kurz ab. Central, Big Sky in position on approach of the abduction site. Strike 1 is awaiting drop clearance. Copy that, Big Sky. Strike 1 is cleared to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Große Problem hier, was ich sehe, ist, wir haben hier auf dem Hof nur überwiegend halbe Deckung. Und halbe Deckung ist ja so gesehen keine Deckung. Oh, Sektoiden. Sehr schön. Kommt, lauft doch nicht alle weg. Moving out. 56%, kannst du das da erledigen? Sehr schön. Da waren es nur noch 2. Shenlong, wo willst du hin? Affirmative. Von hier aus siehst du nichts. Okay. Okay. Kommst auch in halber Deckung klar? Gehst mir in die volle Deckung.
So, Medic, wo stellen wir dich hin? Ist ja mal richtig doof von der Deckung her. Hier kann ja überall was sein. Geh mal bitte hinter das Auto. Da kannst du gerne mal Steady Weapons machen. Das könnt ihr im Übrigen alle machen. Du wirst da jetzt mal nicht weiter vorstürmen. Ja, komm, das bringt doch nichts. Du gehst mal in Deckung. So, mal gucken, ob die da wieder rauskommen. Oh ja, sie kommen raus. Oh, das war knapp. Und von wo aus hast du geschossen? Das habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Hm. 80%, komm, entsorg das bitte. Sehr schön. Mit 30 Tuiden sollten wir klarkommen. Moving to position. 31%, da wartest du lieber. So, du könntest ihn eventuell flankieren. Und das machst du auch, sehr schön. Kannst du mir eigentlich hierhin nachrücken? Du hast ja immer noch 2 Soldaten, die dir Deckung geben können, 3. Und da ist ja mal nichts. Dann rückst du mir hier hin vor. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ein schwerer Einsatz ist. Nur weil da jetzt ein paar Sektoiden zu Beginn kommen, heißt das noch lange nicht, dass wir hier schon durch sind. Vielleicht sollten wir jetzt mal wieder eine Nachladerunde in Betracht ziehen. Okay, gut. Keine Nachladerunde. Okay, du bist flankiert. Das ist schon mal nicht gut. Da soll ich mir den Sniper's Joker aufheben. Gut, von denen hat immerhin keiner einen Feldposten. Wenn ich dich jetzt hierhin rennen lasse. Lassen wir dich erstmal hierhin rennen. 88%, komm bitte weg damit. Dankeschön. So. Weiter vorrücken ist eigentlich momentan nicht wirklich möglich. Ohne der Gefahr, dass wir noch irgendwas auslösen. Gut, liefern wir uns hier ein kleines Standoff mit den Floatern. Doch läuft das nach Plan. Solange jeder trifft, wir treffen soll, ist ja alles gut. Nein. Gut, gut, gut. Das Haus hat auch schon mal besser ausgesehen. Komm, du kannst den mal suppressen oder sowas. Die ja eh viel zu selten. Ist das ein Streifschuss oder sowas? Sehr schön. Wenn du dich bewegst, bist du tot. Ist dir bewusst, oder? Ne, der macht einen Overwatch. Okay. Ja, dafür kannst du jetzt nachladen. Und du siehst ihn einfach nicht. Okay.
Dann spielen wir einfach mal eine Runde mit ihm. Irgendjemand wird schon hoffentlich treffen. 28% ist leider zu wenig. Ein Scout haben wir auch nicht, um den auszulösen. Okay, erledigt. Du kannst jetzt nachladen. Du rückst mir hier auch bitte nach. Du kannst auch mal nachladen. Dasselbe gilt auch für dich. Aber schließ dich mal deinen Kollegen hier an. Kommt da jetzt noch mehr raus, oder? Allen Anschein nach nicht. Wir laden mal nach. Dich könnte ich zwar vorrücken lassen, aber nö. Okay, die sind da drin. Wer hätte das gedacht? Hier kann ja alles auf uns lauern. Gut, du siehst nichts. Geh's mal bitte zu deinem Kollegen hier hin. Musst du da echt außen rumlaufen? Ist jetzt aber nicht so großartig. Schau da mal rein, bitte. Okay, du siehst nichts. Ist auch in Ordnung. Ich hoffe, du deckst nichts auf, was wir nicht fertig wären. Also, was wir nicht fertig machen können. Allen Anschein nach ist ja noch alles tibbeltobbel. Gut, du könntest auch mal ein bisschen sprinten. Mach da mal Overwatch. Ich bin wieder kurz davor, das Team aufzuteilen, wie es aussieht. Sollte man sich eventuell mal überlegen, ob man das wirklich machen sollte. Ist ja nach wie vor ein schwerer Einsatz. Gut, dann gehen wir da mal rein. Hier kann ja überall was lauern. Das ist ja gerade das Schlimme an der Sache. Dass das Büro hier so verwinkelt ist, macht es ja auch nicht gerade besser. Okay, okay, okay. Nur die Ruhe bewahren. Location confirmed. Ich lasse mich mal hier draußen stehen. Und dann warten wir mal eine Runde ab. Wir haben ja schon fast die Hälfte der Karte aufgedeckt. Dementsprechend frage ich mich, wo kann da noch was sein? Und da kann noch eine ganze Menge sein. Okay, da hinten. Dann ziehen wir das Team wieder ein bisschen näher zusammen. Denn wir gehen hier jetzt mal rein. Okay, hast du halbe Deckung durch die Sessel und so. Dann sollten wir außen rumgehen. Wäre vielleicht klüger, oder?
Got it. Kommst du bitte auch mal nach? Du versteckst dich hier. Und dann kannst du gerne Overwatch machen. Der Rest mal bitte Steady Weapons. Soweit es möglich ist. Außer du machst einen Overwatch. So, Freunde, lasst mich nicht warten. Kommt einfach rein in die gute Stube. Das war ein Meld, das sich gerade verabschiedet hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Vielleicht sind die auch hier in der Bar oder so. Da gucken wir jetzt aber noch nicht rein. Ich bin noch ein bisschen früh dafür. Okay, du kommst hier in keine vernünftige Deckung. Okay, Drohnen. Oh, eine Cyberdisk. Ja, super. Machen wir erstmal die Drohnen, soweit es geht, weg. Ach, stimmt ja, ich habe ja schon bewegt in dieser Runde. Können Cyberdisks gar nicht Türen öffnen? Hast du gerade die Tür aufgemacht, Junge? War jetzt aber nicht geplant. Mach mir hier einen Overwatch, bitte. Und du musst dann halt auch ein bisschen schneller laufen, ne? Mein Gunner kann ich nicht so weit hinten lassen. Okay, das kann jetzt richtig böse ins Auge gehen. Das Schlimme ist, die Aliens wissen das. Okay, da hat die Musik zwar ein bisschen ausgeschlagen, aber gemerkt haben wir davon nichts. Du wirfst die diesmal richtig. Okay, da ist tatsächlich eine Cyberdisk im Angriffsmodus. Steht die im Haus drin oder draußen? Na komm, beweg dich nochmal. Das tut weh. Oh, 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 nein, keine Granate. Oh. Rächt dich mal bitte instant. So, wie gehen wir jetzt gegen diese Cyberdisk vor? Alter Schwede, die zerlegt uns ja komplett, wenn wir hier einen falschen Schritt machen. Ich würde mal sagen, im Idealfall gehen da alle erstmal ins Gebäude rein. Das kann ja heiter werden. Du gehst da bitte auch mal rein. Und lädst uns mal nach. Okay. Also jetzt ist guter Rat wirklich teuer. Los, Cyberdisk, was machst du? Sollen wir hier vielleicht die Mauer wegsprengen oder sowas?
das so hin? Okay, immerhin 2 Schaden gemacht. Sie ist nicht im Feldposten. Schon mal gut. Okay, da ist die Gefahr, dass wir uns selber in die Luft sprengen, sehr hoch. Aus diesem Grund wirst du nur schießen. Das Ding müssen wir doch irgendwie platt bekommen, oder? Okay, wir sind auf einem guten Weg. Gut, dass wir hier nichts aufgedeckt haben. 83%, komm bitte, befreie uns von diesem Gerät. Und da waren es nur noch 2 Hitpoints. Lena, kannst du da vielleicht was machen? Nö, du siehst ihn nicht. Granate vielleicht? Ich weiß, damit machen wir vielleicht das Wrack kaputt und können jetzt nicht bergen, aber... Safety first. Und das war's noch nicht. Was für eine weitere Teufelei wartet hier noch auf uns? Okay, gut. Du machst mal bitte einen Overwatch für alle Fälle. Wo ist der Doktor? Dann kannst du dich da verarzten lassen. Okay, du bist der Doktor. Du gehst mal zum Doktor. Das so schnell wie der Wind. Na komm. Gib mir bitte diesen einen Punkt hier, den ich hier haben will. Wieso komme ich da nicht ins Eck rein? Weil der Doktor da rumsteht? Ist doch lächerlich. Hallo? Nur weil der Doktor da steht, komme ich da nicht ins Eck rein, oder wie? So fett ist der Doktor auch wieder nicht. Na komm, geh mal bitte hier hingucken. So, macht mal bitte Geräusche. Wo hängt ihr rum? Wir laden hier mal kollektiv nach. Du kannst deinen Kollegen nicht verarzten, weil er einen Meter zu weit weg steht. Kommst du jetzt in dieses Eck rein? Ja, doch, geht. Hast dich mal ein bisschen dünner gemacht, mein Freund. Hm? Also, als die Cyberdisk da aufgetaucht ist, dachte ich schon, es wäre vorbei. Jetzt beißt einer ins Gras. Jetzt müssen wir uns mal neu formieren. Komm, du lädst mal auch mal nach. Du machst dir erstmal Steady Weapons. Du ebenfalls. Du ebenfalls. Okay, da hinten seid ihr. Okay, Sektoiden. Gut. Gut. Ich dachte schon, jetzt würde noch was Heftigeres kommen als ein Sektoid. Hallo. Prozent. Solo zielen und Treffer. Oh, ich weiß, dass ihr beiden flankiert seid. Stellen wir mal den Doktor hier ins Eck. Du siehst nichts, also machst du mal bitte einen Overwatch. Du könntest den da einen abfangen, oder? Ich weiß, dass du doch alles triffst. Vor allem, wenn du es flankierst. Sehr schön. Gut. Wir haben hier noch einen mit Run and Gun.
Du kannst dir eventuell den da holen. Also müssen wir den hier irgendwie platt machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so ziemlich der Letzte ist, der da auf uns wartet. Achso, was eine Tür ist, deswegen ist es keine Deckung. Okay, verstehe. Okay, gut, dann holen wir uns den einen jetzt mit Run and Gun und hoffen mal wirklich, ich weiß, es ist jetzt sehr waghalsig, dass das der Letzte ist. Was soll da jetzt noch großartig kommen, oder? Sagte er und rannte in 150 Minuten uns. Und. Okay, gut. Hat mich meine Intuition doch nicht getäuscht. Aber mal ehrlich, als dieses Cyberdisk da aufgetaucht ist. Oh Mann. Glück, dass die kein direktes Schussfeld auf uns hatte. Sonst wären wir erledigt gewesen. Das ist eine Tatsache. Wow, eine Beförderung. Ganzlinger, nett. Naja, mit deiner Waffe lohnt sich Suppression nicht wirklich. Dann mach mal bitte einen Ranger, mehr Schaden ist immer gut. ...100 Koten verdient. Panik hat sich verringert um 2. Können wir jetzt bald die Satelliten starten, dann bekommen wir noch ein bisschen mehr Kohle. Dann gehen wir nochmal in die Baracken rein. Und wir haben 110 von 115. Nur noch 5 Beförderungen, dann bekommen wir unser achtes Druckmitglied. Jetzt bloß nicht übermütig werden. Aber meine Freunde, ich glaube, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüss!